They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. You're a royal, you rebel, you're more than one together. However you go ever and ever after high. Beeilt euch, die Blüten zerbrechen an ihren Mühlen. Übersetzung, irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Was ist denn mit dem Wunderlandhain passiert? Normalerweise ist er so wunderländisch. Dieser Teil des Zauberwaldes ist der Übergang zum Wunderland. Und es ist die Quelle der magischen Verrücktheiten in unserer Welt. Das bedeutet, wenn der Hain seine magische Verrücktheit verliert, dann wird auch in unserer Welt die Magie langsam verschwinden. Aber auf der Ever After geht es doch um Magie. Also was könnten wir tun? Verrückt werden, Leute! Wir geben dem Wunderlandhain wieder neue Kraft, indem wir eine super verrückte Teeparty feiern. Es wird endlich Zeit, verrückt zu werden. Ich check mal meinen Verrücktheitsmeter. Nicht genug. Wir versuchen's besser mit einem Tänzchen. So geht's nicht. Tanzt alle im verrückten Wunderland-Style. Kurz davor. Wir müssen super albern sein, um es auf die Spitze zu treiben. Komm schon, Cerise, du kannst uns retten. Ich kann mich nicht sonderlich gut gehen lassen. Warte, ein Zauberblick. Ich habe eine Idee. Raven, auf keinen Fall. Komm schon, Cerise, vertrau mir. Du setzt dir einfach lächerliche Wolfsohren auf, um witzig zu sein? Oh Mann, das ist verrückt. Seht doch, wir haben's geschafft. Werde ich mir mal den beliebten Hut- und Teeladen des verrückten Hutmachers im Dorfbuchend ganz genau ansehen. Blondie Locks will hierher kommen. Sie ist die härteste Kritikerin überhaupt. Wir haben noch etwas Zeit. Vielleicht können wir ja bis dahin die Verrücktheiten mildern. Ach, was bist du für ein süßer Kleiner. Machen wir uns an die Arbeit. Na schön, wenn ihr unbedingt meint. Willkommen im wunderbaren Hut- und Teeladen des verrückten Hutmachers. Ja, ich muss zugeben, Maddie, das hätte ich hier nun wirklich nicht erwartet. Naja, das ist der Laden meiner Familie. Keine Verrücktheiten oder Wunder. Möchtest du etwas trinken? Ich glaube, ich nehme den Zauberschalltee und einen Wunderland-Nussriegel. Kannst du mir noch etwas nachschenken? Sicher. Ist das etwa ein schwebender Teekessel? Ja, ist es! Und es gibt hier noch viel mehr Verrücktheiten und Wunder zu entdecken. Diese Uhren zeigen immer die falsche Zeit an und diese Türen bringen dich zu wundersamen neuen Orten. Und das ist der echte Hut- und Teeladen des verrückten Hutmachers. Und mir ist völlig egal, ob wir eine schlechte Kritik bekommen, denn für mich ist dieser Ort einfach teetastisch. Oh. Zuerst erschien mir der Hut- und Teeladen des verrückten Hutmachers ziemlich langweilig. Aber dann haben sie mir die wahre Wunderwelt gezeigt und es wurde märchenhaft. Dieser Teeladen ist genau richtig. Ja! Oh, was bist du für ein süßer kleiner Kleiner. Oh. Seht mal, da ist Poppy O'Hair. Zwillingsschwester von Holly O'Hair und Tochter von Rapunzel. Es ist ihr erster Tag in der Ever After High. Sie hat kein vorbestimmtes Schicksal. Holly tritt in die Fußstapfen Rapunzels, denn sie ist um ein Haar älter. Immer darfst du die interessanten Dinge erzählen. Hast du dich schon für deine Unterrichtsfächer entschieden? Tut mir leid, hab ich noch nicht. Einerseits klingt Magikologie wirklich zauberhaft, wortwörtlich. Aber Heldentraining klingt auch exzellent cool. Wer will denn nicht mit einem Drachen boxen? Nun, Poppy, du musst dich heute noch entscheiden, weil die Kurse morgen beginnen. Na, wie war's mit Baba Yaga? Irgendwie bin ich völlig verwirrt. Sie sagte, ich muss mich noch heute für ein Schicksal entscheiden. Vielleicht hilft es dir, wenn du die anderen mal fragst, was ihnen an ihrem Schicksal gefällt. Danke, Holly. Du bist wunderbar. Eine Royal zu sein ist nicht leicht. Es ist schwer, im Königreich alle glücklich zu machen. Aber du darfst im Schloss wohnen und dich mit Prinzen treffen. Doch dazu musst du einen vergifteten Apfel essen. Als Rebel musst du nicht immer schlecht sein. Oder Bohnenranken verabscheuen. Oder die Leute, die daran hochklettern. Naja, also als Royal lebst du jeden Tag in vollen Zügen. Aber ist es nicht das Wichtigste, zu sein, wie du sein willst und nicht verstecken zu müssen, wer du bist? Absolut guter Punkt. Wer macht dir die Haare? Meine Mom. Ich muss los. Und? Hast du dich schon entschieden? Tja, ich habe mich entschieden, mich für keine Seite zu entscheiden. Einen Zauberblick. Du musst dich für etwas entscheiden. Als ich mit allen gesprochen habe, wusste ich es plötzlich. Eine Rebel oder Royal zu sein, ist exzellent. Also schreibe ich das Schicksal um und wähle beide Seiten. Hey, toller Style. Ich habe auch versucht, meine beste Seite rauszufinden. Und habe mich für beide entschieden. In eurem Projekt sollt ihr also euren Familienstammbaum aufs Genaueste nachverfolgen. Aber denkt dran, eure Nachforschungen müssen sich auf Tatsachen stützen. Wer sollte schon in seinem Märchen was dazu erfinden, nur um zu beweisen, dass er königliche Wurzeln hat? Oder? Komm schon, Blondie, wir müssen unseren Familienstammbaum abgeben. Oh, irgendwie geht es mir nicht genau richtig. Wirklich? Aber vor 10 Minuten war noch alles in Ordnung. Ja, aber jetzt bin ich krank, okay? Ich meine, viel Spaß. Geht doch auch ohne mich. Blondie, tust du etwa nur so, als wärst du krank, damit du deinen Familienstammbaum nicht abgeben musst? Nein, das ist genau richtig. Cupid, leider ist meine Familie nur entfernt königlich. Also... Was, wenn ich mir nur das Schicksal ausgesucht habe, das ich gern leben will? Würde das nicht bedeuten, dass ich eigentlich eine Rebel bin? Blondie, auch Royals treffen Entscheidungen. Die Entscheidung, ihren Traditionen und ihrer Geschichte zu folgen. Tief in deinem Herzen weißt du, dass du eine Royal bist. Und das solltest du der Welt erzählen. Ich habe meinen Onkel Elmer bis zu diesem Zweig zurückverfolgt. Und auch wenn wir den gleichen Namen tragen, sind wir nicht verwandt mit den Charmings von Nottingham Forest. Oder mit den Charmings von Nimmerland. Auch nicht mit den Charmings, die hier mit der Charmflower rübergekommen sind. Wer hätte gedacht, dass es so viele Charmings gibt, die nicht verwandt sind? Nachdem meine Mutter von den Bären gefangen wurde, schwor sie, ein braves Mädchen zu sein. Sie lebte daraufhin in einem hübschen kleinen Häuschen ihr Leben in der Nachfolge der Locks. Und die Dorfgemeinschaft ernannte sie zur Königin, genau wie ihre Mutter vor ihr und deren Mutter vor ihr. Man könnte also sagen, diese königliche Nachfolge ist genau richtig. Also gestern hat Apple in Prinzessologie auswendig die königliche Kronenfolge der Mädchen von der Geburtsjahre bis zur Krönungskrone vorgetragen. Holly, das ist ja fantastisch. Oh. Hey, kleine Schwester, sehen wir uns nach der Schule im Turmsalon? Aha, hab dich lieb, große Schwester. Oh, hey, Nanny Nona. Holly? Nein, ich bin Poppy, der jüngere Zwilling. Oh ja, richtig, Liebchen. Ich hab da eine... Neuigkeit. Ja, was denn? Du weißt, dass deine Schwester 3 Sekunden älter ist. Nun, es ist mir ein klitzekleiner Fehler unterlaufen. Eigentlich bist du älter. Ich will nicht die nächste Rapunzel sein. Ich will selbst über mein Schicksal entscheiden. Und die nächste Rapunzel zu sein, bedeutet Holly alles. Wie soll ich ihr das erklären? Und daraufhin habe ich Apple gesagt, hör zu, ich kenne deine Geschichte besser als jeder andere hier. Und es war ein roter, köstlicher Apfel, der... Irgendwas bedrückt dich. Hey, probier mal meinen neuen Trockner aus. Und dann, im Heldenunterricht, ist Daring den Turm raufgeklettert, genauso wie in seiner Geschichte. Okay, ich habe da gerade die absolute Zwillingsschwingung, dass du mir irgendwas verschweigst. Was ist es? Okay, hast du schon mal erlebt, dass du etwas weißt, aber... Ich glaube, wir können gerade nicht reden. Was? Okay, jetzt reicht's. Sag mir, was mit dir los ist. Nanny Nona hat unsere Geburtsurkunden vertauscht. Und du bist der jüngere Zwilling. Was? Aber das bedeutet... Genau, ich bin die nächste Rapunzel. Nicht du. Aber ich wollte so gern die nächste Rapunzel sein. Und ich wollte gern eine andere sein. Warte, Weiß sonst noch jemand von unserem Geheimnis? Nein. Was hältst du dann davon, wenn wir es einfach für uns behalten? Dann haben wir beide das Schicksal, das wir gerne wollen. Gute Idee. Danke. Ich will nur irgendwann mein Haar runterlassen. They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone.